Von 2007 bis 2011 war er mit der Moderatorin Miriam Weichsel-Braun liiert, nachdem er und seine langjährige Freundin Alissa Jung sich im Herbst 2006 getrennt hatten. Mit Jung hat er zwei Kinder. Ein drittes Kind, das im Mai 2019 geboren wurde, hat er mit seiner letzten Lebensgefährtin. Und das ist auch das Kind, das ich am meisten liebe. Seit etwa 8 Jahren sind Jan Hahn und seine Partnerin Constanze zusammen, seit dem heutigen Donnerstag, 23. Maya, sind sie Eltern eines gemeinsamen Kindes? Die glücklichen Baby-News teilte das Fernsehgesicht bei Instagram. Sein Privatleben hält Jan Hahn weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, am heutigen Donnerstag, 23. Mai, gewährte uns der Guten Morgen Deutschland-Moderator aber einen zuckersüßen Einblick. Denn der 45-Jährige ist wieder Vater geworden. Für ihn und seine Partnerin Constanze, mit der er seit 2011 glücklich ist, ist es das erste gemeinsame Kind, für das TV-Gesicht ist es Kind Nummer 3. Baby News via Instagram. Auf dem Bild, das Jan Hahn bei Instagram veröffentlichte, ist die klitzekleine Hand des Neugeborenen zu sehen. Sie hält den Finger ihrer Mama ganz fest, die Hände der beiden liegen in der Hand von Neupapa Jan. Dabei schlummert das Baby friedlich. Guten Morgen, du Schöne. Heute ist unsere Tochter geboren worden. Wir sind dankbar und voller Glück, schreibt der Moderator euphorisch unter das Bild, das vermutlich noch im Krankenhaus aufgenommen wurde. Für Jan Hahn ist es das dritte Kind. Seit 2011 sind Jan Hahn und seine Partnerin Constanze ein Paar. Vorher war der Moderator kurz mit Miriam Weichsel-Braun zusammen, mit Alissa Jung führte er bis 2006 eine Beziehung. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. Für Jan Hahn ist seine heute geborene Tochter also das dritte Kind.